Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Let's Play Might & Magic 7. Ich habe in der Pause einiges geschafft bekommen, einige Skills gelernt. Wir waren Meister der Geistesmagie. Ja, warum waren? Ja, ich bin ohne euch wieder in eine Katastrophe reingestolpert. Und zwar hat mich in Harmdale ein Bote abgefangen und mir einen Zettel in die Hand gedrückt. Den habe ich dann bei Tacitus ins Inventar gesteckt und gedacht, schaue ich mir dann bei der nächsten Aufnahme gemeinsam mit euch an. Und da nahm das Unglück seinen Lauf. Denn für diese Bearbeitung des Zettels hat man scheinbar nur ein paar Tage Zeit und ich bin dann weitergereist hin und her, habe noch da gelernt und hier gelernt, diverse Experten und was auch immer nachgemacht und kam dann wieder nach Harmdale zurück und da wurden gerade unsere Leute abgeschlachtet. Deswegen habe ich dann wieder den Spielstand von der vorletzten Folge geladen und das Ganze dann nochmal nachgespielt, weil ich immer wieder im selben Spielstand gespeichert hatte. Und deswegen nicht wundern, falls jetzt irgendwas anders sein sollte. Also ich war wieder bei den Piraten, habe die Priesterbeförderungsquest abgegeben. Kann sein, dass jetzt das ein oder andere anders ist als vorher. Aber ja, da das, was ihr nicht gesehen habt, ist nie passiert. Deswegen, wir wissen, wenn wir jetzt das, was wir gleich bekommen, nicht bearbeiten werden, werden unsere Leute sterben. Wir sind böse, aber auf seine eigenen Leute sollte man trotzdem aufpassen. Also, wir reisen jetzt nach Harmdale und schauen uns an, was der Bote möchte, was auf dem Zettel steht und kümmern uns direkt darum. Also, wir reisen ab. Guten Tag. Los geht's. So, der Bote. Meine Herren, ich habe eine Nachricht für euch von Niles Stanley, einem Gefährten von Herrn Malvik, den ihr ja sicherlich noch kennt. Ich lege euch nahe, diese Nachricht zu lesen und ihrem Inhalt entsprechend schnell zu handeln. Herr Stanley besteht auf Pünktlichkeit. Genau, das mit dem Direkthandeln und so, das hat in der Pause nicht so geklappt, weil ich das nicht ohne euch machen wollte, aber noch Dinge erledigen wollte. Na gut, also ich vermute mal, dass das der Typ ist, der uns das Geld ganz, 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 ganz am Anfang auf der Smaragdinsel geliehen hat, weil ich das Geld ausgegeben hatte und wir uns dann die Laute nicht mehr leisten konnten, habe ich ja von dem einen Typ, der auf der Insel einen Zauberstab angenommen, den wir dann verkauft hatten und damit konnten wir uns die Laute kaufen. Der hat ja schon angedeutet, dass er später einen Gefallen einfordern wird. Das sollte man einfach nie tun. Aber ja, wir waren verzweifelt. Wir schauen mal, was jetzt auf dem Zettel steht. Nachricht von Herrn Stanley. Meine Herren, warum auch immer das Herr in Anführungszeichen steht, ich erwarte eure Anwesenheit in 2 Wochen in der Söldnergilde in Tartaglia, um eine Gefälligkeit zu besprechen, die ihr Herrn Malvik, einem meiner Partner, noch schuldig seid. Ein Versäumnis dieses Termins könnte für euch und eure Stadt äußerst vernichtende Auswirkungen haben. Ich freue mich auf das Treffen, Niles Stanley. Ja, wenn wir das ignorieren, ist unsere Stadt tot. Also kümmern wir uns drum. Söldnergilde in Tartaglia. Na gut, dann sollten wir uns mal noch im Landesinneren von Tartaglia umsehen, weil die Küste und die Insel kennen wir schon. Ja, machen wir direkt. Wir fahren nach Tartaglia. Hallo, ihr wollt reisen? So, wie kommen wir nach Tartaglia? Ich glaube von Eratia. Ja, wir rasten jetzt mal eine Runde. Ja, das müssen wir in 2 Wochen schaffen. Hallo. Ihr wollt Eratia, reisen? Da kommen wir auf jeden Fall nach Tartaglia. Es geht so. Ja, das dauert jetzt auch wieder Tage, bis wir da jetzt hinreisen. Aber, oh, jetzt müssen wir nochmal warten. Oder hier gab es doch auch ein Schiff. Ja, schauen wir mal, ob ein Schiff hinfährt. So arbeiten unter Zeitdruck, das ist echt nichts, oder? Da muss man dann nochmal ein Äpfelchen pflücken.
Das beruhigt. Weiter geht's. Wir haben keine Zeit. Ah, und ich wollte noch mal unsere 2000 Gold als Notgroschen auf die Bank einzahlen. So viel Zeit muss sein. Bankgeschäfte. So, 2000 als Notgroschen. Ah, und den Meister der Luftmagie kann man natürlich erst machen, nachdem unser lieber Bad befördert wurde. Also müssen wir uns auch noch drum kümmern. Ahoi! Willkommen an Bord! Stimmt, wir können jetzt zu den Evenmorn-Inseln. Aber nein, das ist jetzt gerade nicht unser Problem. Wir hatten ja in der Piratenhöhle diese Karte gefunden. Und jetzt können wir ja die Leute hier dazu motivieren, uns zu der Insel zu fahren. Da müssen wir auch noch hin, da mit Sonne, Mond, Tempel und so Ordnung schaffen. Also den Sonnentempel eigentlich irgendwie zerstören. Aber jetzt nicht, jetzt haben wir andere Probleme. Hallo, ihr wollt reisen? Natalia, sehr schön. Zwei jetzt Tage. Sofort. So, wir sind in Natalia. Schauen auf die Karte. So, Küste hatten wir, Insel hatten wir. Hier geht die Straße noch weiter. Ja, also ich glaube, da unten im Sumpf werden wir keine Söldnergilde finden. Wir schauen mal die Straße entlang. Mann. Da haben wir uns was eingebrockt. Aber ich wusste auch nicht, wo ich jetzt auf der Smaragdinsel nochmal eben schnell 500 Gold oder so, glaube ich, herbekommen soll. Und deswegen war das mit dem Typ da die bessere Lösung. Aber ja. Aber ja. Was steht denn hier? Sehr schön, da steht Norden. Austin, Stadwick. Stadwick ist die Stadt in einem anderen Gebiet. Norden. Sollten vielleicht immer noch buffen und nicht panisch, kopflos in der Gegend rumrennen. Wir haben jetzt eine echte Chance, mal keine Katastrophe im Spiel heraufzubeschwören. Aber mal sehen, ob das gelingt. Ah, ich habe den Sprungzauber gekauft. Das war schon mal wichtig. Ich höre Greifen. Vor allen Dingen, weil ich ja mit euch danach in die Brakada-Wüste möchte. Da waren ja einige Hügel. Das könnte helfen. Die roten Punkte lassen uns in Ruhe. Da ist schon mal ein Haus. Da ist auch ein großes Haus. Schildmeister. Das dauert noch ein bisschen. Trainieren sollten wir jetzt auf keinen Fall, weil dann auch wieder Zeit vergeht. Haben wir noch Punkte übrig? Genau, wir haben noch 6 Punkte. Was machen wir damit? Stimmt, ich war auch schon mal Plattenexperte holen, die Fähigkeit. Das ist jetzt auch wieder dahin. Ich war richtig fleißig. Wir machen Konditionen mal Richtung Experte bei dir. Du hast nur noch 2 Punkte, du hast noch 14. Was machen wir mit dir? Du bringst mal... ich weiß nicht, soll ich mit ihr jetzt Geistesmagie weitermachen? Weil wir müssen ja noch Schattenmagie lernen. Und ich weiß nicht mal, ob nur Bart das lernen kann oder auch was. Mann, der Hals ist wieder trocken. Ich gönne mir mal kurz ein Bonbon. So, dann wird das besser mit dem Husten. Also, ich weiß nicht, ob wir mit beiden Schattenmagie lernen können. Deswegen behalten wir bei ihr jetzt mal Punkte offen und bei ihm auch. Gut, sehr schön. Also, shoppen können wir mal kurz Guten schauen. Tag.
Sieht nicht so überragend aus. Das sieht cool aus. Das sieht auch cool aus. Waffenmeister plus 4. Ist aber weniger Rüstung drauf. Nee, wir kümmern uns jetzt zuerst mal darum, die Katastrophe zu verhindern. Aber das gefällt mir richtig gut. Es wird bestimmt noch ein Paladin ganz gut stehen. Auf Wiedersehen, Geizhals. Ja, Entschuldigung. Keine Chance. Plattenexperte. Gibt's da mehrere? Oder habe ich da was falsch in Erinnerung? Egal. Dann ist das der Plattenmeister. Und hier gibt es den Axtgroßmeister. Womdrax, der Herzlose. Mit dem haben wir auch noch eine Rechnung offen. Noch vor kurzer Zeit hat sich unser örtlicher Drache Womdrax, der Herzlose, mit seinen Überfällen auf die Hügel im Süden beschränkt und dabei unsere Schafe, Hoftiere und streunende Hunde gefressen. Aber in letzter Zeit hat er Geschmack an elfischem Blut gefunden, deswegen jagt er jetzt auch uns. Falls ihr euch ihm gegenüberstellen wollt, seine Höhle ist nördlich von hier, etwas westlich von der Söldnergilde in den Bergen. Aber er ist nicht immer da. Seid vorsichtig, er ist sehr mächtig. Ja, da müssen wir für die Beförderung von Tacitus noch hin. Und wenn er jetzt an Elfen rumknabbert, müssen wir auf Vas und Bad besonders gut aufpassen. Aber hier ist auch die Söldnergilde genannt worden. Vielleicht ist das das große Gebäude da hinten. Zuerst mal noch kurz im Waffenladen gucken. Darf ich helfen? Die Waffen sind ja wohl unterirdisch. Wieder keine Waffen mit Verzauberung. Aber ich habe extra nochmal nachgeschaut. Den Verzaubern-Skill gibt es in Might and Magic 7. Du redest doch nicht mit mir. So, bist du die Söldnergilde? So, wir gehen nochmal rein. Ah ja. Niles Stanley, hi. Seid gegrüßt, meine Freunde. Ich bin gekommen, um den Gefallen einzufordern, den ihr meinen Gefährten Herrn Malvik schuldet. Ich denke, ihr erinnert euch noch an das Treffen mit ihm auf der Smaragdinsel. Ja, damals waren wir verzweifelt. Auftrag. Wir bitten für einen kleinen Auftrag um eure Dienste. Auf Schloss Lambent gibt es einen wertvollen Wandteppich, eine wahre Antiquität aus der Zeit kurz nach der Stille, der vor einiger Zeit von den Magiern entwendet wurde. Ich würde euch gerne bitten, den Wandteppich für mich zurückzubeschaffen, da ihr wohl irgendeine Art von Zugang zum Schloss habt. Meine gewöhnlichen Verbündeten schaffen es nicht mal in die Nähe des Schlosses. Ich habe gehört, dass sich hier irgendwo eine große Bande von Goblins und anderen Gesindel rumtreibt. Es wäre eine Schande, wenn sie aus Versehen einen Weg in das kleine, verschlafene Hammendale finden würden. Ihr habt einen Monat, um den Wandteppich zu beschaffen. Verspätet euch nicht. Immer dieser Zeitdruck. Und Schloss Lambent. Wo ist das? Waren wir da schon mal? Ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal, ob im Questlog mehr steht. Ja gut, wir sollen eine Vase stehlen, wir sollen Bilder stehlen, wir sollen einen Teppich stehlen. Können wir auch gleich unter die Krämer gehen. So, Zwergenmine, Altar entweihen, Steinmonolithen. Ja, die Pläne von Ford Riverstride, die Quest dürfte es eigentlich nicht mehr geben, weil das war ja auch begrenzte Zeit und die Zeit ist definitiv rum. Geht von der Krummhalle in Deja in die Grube und sprecht dann dort mit Archibald auf Schloss Kloming. Nee, das war was anderes. Da erreicht innerhalb von 2 Wochen die Söldnergilde in Tartaglia und spricht mit Night Stanley. Das haben wir doch eigentlich gerade gemacht. Stehlt den Wandteppich aus dem Schloss eurer Verbündete und bringt ihn Niles Stanley in der Söldnergilde in Tartaglia. Ist das dann Verbündete? Also ich glaube von Elfen und Menschen, die Schlösser hießen anders. Also geht es da dann um unsere Verbündeten Sachen Schatten oder böse Fraktion, also Nekromanten.
Wie hieß das Schloss jetzt nochmal? Moment mal. Karte schauen. Das muss ja dann eigentlich in Deja sein. Und da sollen wir ja in die Grube rein. Und dass es dort ein Schloss gibt. Ich mach mal ein kurzes Aufnahmestopp-Päuschen. Bin in 2 Sekunden wieder da. Ich schaue noch mal im Video, wie das Schloss jetzt wirklich hieß. Und schau mal, ob es auf der Weltkarte das Schloss gibt. Wenn nicht, müssen wir wohl in die Grube. Also Daumen drücken, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Also auf der Karte habe ich jetzt dieses Schloss nicht gefunden. Ja, also da steht ja unserem Verbündeten und da kann, also wenn es nicht auf der Karte draufsteht, wird es wahrscheinlich dann das Schloss in der Grube sein. Und ja, es fühlt sich komisch an, bei unseren Verbündeten einen Teppich zu stehlen. Aber ja, wir möchten unsere Stadt retten und ja gut, wir wollten ja eh mal bei unseren Verbündeten vorbeischauen. Dann müssen wir das jetzt einfach mal vorziehen, weil wir mal wieder Zeitdruck haben. Sehr schön. Gut, dann zurück zur Kutsche. Und uns nicht an den roten Punkten auf der Karte stören. Ja, wir sind die Bösen und man mag uns hier nicht mehr so unbedingt. Und wir sollen am nächsten Tag wiederkommen. Sehr schön. Wir schauen mal, wo das Schiff hinfährt. Und also wir müssen ja jetzt nach Deja. Eigentlich war ja der Plan, über Deja drüber fliegen und dann die Grube finden. Aber ja. Ahoi! Willkommen an Bord! Die Prakada-Wüste bringt uns jetzt nicht so viel. Dann schlafen wir mal auf dem Schiff. Beziehungsweise warten auf dem Schiff. Und dann noch ein Stündchen. Dann gehen wir wieder zum Stall zurück. Das kann nur schief gehen. Bisher konnten wir uns in keinem Schloss frei bewegen. Hallo, ihr wollt reisen? Eratia. Kommen wir von Eratia nach Deja? Ich weiß es nicht, aber hier können wir nicht so gut warten. Also weiterreisen. So. Hallo, ihr wollt reisen? Hamdale oder Prakada-Wüste. Ich glaube, von Hamdale kamen wir, glaube ich, nach Deja. Es geht. So, schauen wir mal. Hallo, ihr wollt ja, reisen? Ja, Eratia, sehr schön, brauchen wir nicht. Dann warten wir nochmal. Hallo, ihr wollt reisen? Jetzt mach mich nicht wahnsinnig, wir haben keine Zeit, Spiel. Hallo, ihr wollt reisen? Es geht sofort los. Ja, wir haben, glaube ich, einen Monat Zeit, von daher passt das Hallo, irgendwie. Ihr wollt reisen? Tatalia. Ich weiß nicht mehr, wie wir nach Deja gekommen waren. Na, Tatalia können wir nicht so gut warten. Hallo, ihr wollt reisen? Jetzt sinnlos in der Gegend rumzufahren? Ah. Dann einmal richtig schlafen. Dann nochmal warten. Hallo, ihr Deja. Wollt reisen? Sehr schön. Es geht. So, wir sind in unserer zweiten Heimat angekommen. Wir buffen durch. So, du machst magisches Auge und wegen der ganzen Hüglerei noch den Federfall. So, also die Grube
Also hier Wasser, vielleicht auf einer Insel, vielleicht hier, vielleicht auch hier unten in der Ecke. Wir schauen zuerst mal unten in der Ecke, weil wir schon in der Ecke sind. Das wird bestimmt eine reine Katastrophe. Das ist ein Gebäude. Ich will fliegen können. Sieht aber nicht nach dem Eingang zu irgendwas. Das ist ein Altar. Oh, 10 Erdkörperresistenz. Da sind wir doch dabei. Sehr schön. Das war wahrscheinlich jetzt gerade der richtige Monat für den Altar. Oder es ist keiner dieser Monatsaltäre. Keine Ahnung, wir haben jetzt andere Probleme. Na gut, dann hier unten in der Ecke nicht. Federfall ist noch an, also Gas geben. So, führt die Straße, die führt nur zum Kartenrand. Also sollten wir da wieder runter. Sprung. Hüpf. Ja, und noch ein Stück. Sehr schön. Nein. Nein, ich habe doch gesagt nein. Nein ist nein. Na, Harpien. Wir haben keine Zeit. Harpien, ihr müsst euch jemand anderen zum Spielen suchen. Da hatten wir mal Leichen hinterlassen. Könnte was sein. Zuerst mal die Harpien aus dem Weg räumen. Also, Gas geben. Ihr habt doch keine Chance. Bleibt doch einfach zu Hause. Einmal, zweimal. Da ist ein Baum. Das ist eine Kiste. Da ist eine Lampe. Die hatte ich, so Lampen hatte ich auch schon mal in diversen anderen Might and Magic Teilen. Die Djinns sind in solchen Lampen gefangen, belohnen normalerweise denjenigen, der sie freilässt. Manchmal bereitet es ihnen jedoch auch grausames Vergnügen, das erste Lebewesen, das ihnen begegnet, zu strafen. Um die Djinn-Lampe zu benutzen, klicken sie mit ihr auf das Bild des Charakters im Inventory-Bildschirm. Machen wir aber jetzt nicht. Wir brauchen jetzt nicht noch mehr Probleme, als wir eh schon haben. Und wir werden verfolgt. Ich glaube, in anderen Might & Magic Teilen kann man da entweder dran sterben oder man kriegt Gold, Erfahrungspunkte, was auch immer. Also ich kann mich an Might & Magic World of Xeen und Might & Magic 9, da gab es auch eine Lampe. Ging dann immer jeweils mehr oder weniger gut aus. Dann schauen wir, wenn wir hier wieder zur Ruhe kommen, schauen wir, was die Lampe macht. Und nochmal ein Golembein. Alles schön. Wir haben echte Platzprobleme. Das Gold nehmen wir auch dankend. Wem soll das denn nützen? Ja, Meteorregen ist toll für draußen. Aber unnütz. Doppelter Schaden an Untoten. Alles voll. Jetzt habt dich mal nicht so. Anni, ihr hattet schon die besseren Bögen. Da wir als böse Fraktion eher keine Untoten töten sollten, lassen wir den Bogen hier. So, jetzt sind wir hier an der Küste angekommen. Dann gehen wir nochmal in die Richtung. Federfall ist noch an, also können wir Gas geben. Harpien. War das schon alles? Ja. Die mal aus dem Leben hauen. Und dann die da. Was hast du, Warrig? Wir brauchen gerade keine Probleme. Probleme sollte man nicht mit Alkohol begegnen. Aber ja. So, wir suchen den Eingang zur Grube.
hat uns ja hier schon gesagt, dass der Eingang zur Grube hier irgendwo ist. Aber genau das weiß man nicht. Mach die zuerst mal tot. Dann die. Hab hier mitnehmen. War das schon alles? So. Hier ist auch nichts. Ach Mann, das muss jetzt nicht unbedingt noch ein Drama werden, bis wir diese Grube gefunden haben. Das wollte ich eigentlich später machen. Ich wollte zuerst die Beförderungsquests machen. Eventuell mal noch in Nigen aufschlagen, wegen diversen Meisterfähigkeitsschulungen. Aber nein, das Spiel will nicht, dass wir das tun, was ich vorhabe. So, da könnte es noch sein. Und wenn dann nicht, dann irgendwo auf dem Wasser. Pause lösen, dann läuft sich's besser. Oh oh, Federfall ist ausgelaufen. Irgendwas schlägt auf uns ein. Ich merke es. Bart hat sich auch einen angetrunken. So schlimm sind unsere Probleme nicht. Mann, Leute. Wir haben genug andere Probleme. Ja, keine Ahnung, wo der Eingang zur Grube ist. Wir müssen jetzt ins Päuschen und ich suche in der Pause nach der Grube, damit wir dann da das nächste Mal direkt loslegen können und endlich unsere Schulden begleichen können. Also Daumen drücken und bis gleich.